So, dann willkommen zurück bei Herr der Ringe und setzen wir die Geschichte fort. Wahrscheinlich werden wir jetzt die anderen spielen müssen. Weil das Auge da noch irgendwo ein bisschen in der Gegend spannt. Na, dachte ich mir so. Jetzt du sagst mir einmal, was hier in der Gegend so Näheres ist. Kennst dich hier voll aus? Hallo, hier in der Gegend, da haben wir hier voll viel, ne? Voll viel Action und so. Haben wir einen Charakter da irgendwo? Gil-galad! Wer auch immer das sein soll. Es sind bestimmt Herr der Ringe-Fans da, die das gucken, die das bestimmt wissen. Denn ich weiß es nicht. Der Schicksalsberg. Prolog. Ja, der Prolog ist auch gleich hier um die Ecke. Das ist ja praktisch. Ja, dann würde ich mal vorschlagen, schauen wir, was Aragorn und Co. machen. Da, oh, wir sitzen hier auf unseren Pferden und posen ein bisschen rum. Deswegen reiten wir jetzt mal in die Richtung. So, Richtung, Hört. Jetzt müssen wir irgendwo in die Richtung Gondor kommen und dann die ganzen Schlachten bei Gondor haben. Wieder! Alles klar da oben. Sind hier noch welche? Ich weiß gar nicht, wo die alle sein sollen. Okay, hüpfende Objekte, dann geben sie mir Trillstände frei. Als ob ich da nicht schon ein paar hätte, ne? Ey! Achso, hier geht's eh weiter. Ist okay. Ich wollte zwar jetzt gucken, ob da eine Schmiede ist. Pippin. Was machst du? Alex. Er hat den Nachttopf gefunden. Ich will's mir nur mal ansehen. Ich sehe dich. Pippin! Hilfe! Gandalf! Närrischer Tuck! Du Volldepp! Gandalf! Was hast du gesehen? Ein weißer Baum in einem Hof aus Stein. Er war tot. Sauron plant einen Angriff auf die Stadt Minas Tirith. Sie müssen gewarnt werden. Das werden sie. Ich reite nach Minas Tirith und ich werde nicht allein gehen. Ach, wir müssen mit? Scheiße. Rohans Volk muss kriegsbereit sein. Und Rohan wird antworten. Die Heerschau soll beginnen! Versammelt das Heer in Dunhar. So viele Männer, wie sich finden lassen. Reiten wir nach Gondor. Und in den Krieg. Lauf, Schattenfell. Zeig uns, was Eile heißt. Merry! Ja, damit hätten wir das geklärt. Und wir machen uns jetzt weiter auf den Weg. Um vielleicht mal eine Schmiede zu finden. Yay! Und das hier kaputt zu hauen. Ist nicht unser Zeug. So, schauen wir mal. Eowyn für 125.000. Ja, das passt. Komm, gib her. Moin Mädel. Willkommen in der Kolonie, in der Gruppe hier, ne? Gibt's noch wen zum Kommen? Ja, Jäger, ich hab keinen. So. Hammer, das ist der Hammer. Den kaufen wir auch noch mit. Wenn wir schon da sind. Ja, eine Rollenkletterstelle.
Ob sie Gemüse zum Zerkloppen. Ja, der mag das Zeug schon. Habe ich noch einen Hobbit dabei? Ah, aber ich habe einen Zwerg dabei. Das ist viel besser als ein scheiß Hobbit. So, komm, rein da. Huch. Ist alles genauso gekommen, wie es geplant hat. Braucht man einmal Wasser, weil da brennt's? Wer bist du denn? König Theoden verflucht. Für 200.000. Ja, komm. Gib her. Ja, und du gibst mir mal eine genaue Karte von der Gegend hier. Wenn ich vielleicht mal sehe, ob ich hier irgendwo eine Schmiede oder sowas finden kann. Natürlich nicht. Es gibt nur eine verdammte Schmiede in der kompletten Welt, oder was? Ja, dann schmieden wir halt nichts so. Blaue Dinger, zeigt mir den Weg! Geronimo! Ich bin Gimli, Klauso! Und ich bin illegal hier! So. Das wollte ich nur kurz gesagt haben. Und damit begaben sie sich auf eine weitere Reise. Immer den blauen Steinen hinterher. Es war ein sonniger Tag. Noch. Und sie zogen gen Gondor. Tirin, irgendwas. Minas Tirith? Ich glaube Minas Tirith, oder? Egal, irgendwo Gondor, hier Königreich Gondor, wo der Stadtverwalter auf den wahren König wartete, der sich nur durch eine Tätowierung auf seiner linken Arschbacke in Form einer Krone würde beweisen können. Das ist klar, ne? Weil alle Könige haben irgendwelche Muttermale, Tätowierungen oder sowas auf der linken Arschbacke, die eine Krone zeigt. Dann erkennt man übrigens einen König, also müsst ihr mal kontrollieren, ob ihr was da drauf habt. Das ist ganz normal. So, oh, meine Axt Steinspalter spaltet Stein. Klingt logisch. Los, Gimli. Oh, jetzt kommt eine Stelle, die es im Film so nicht gab wahrscheinlich, oder? Schauen wir mal, was die davon umgesetzt haben. Oder war das im Film? Ich weiß es gar nicht mehr. Wie gesagt, es ist zu lange her, dass ich es gesehen habe. 6.000 Doch. Speer. Weniger als halb so viel, wie ich erhofft hatte. 6.000 werden nicht genug sein, um die Linien Mordors zu durchbrechen. Ja, jetzt hier. Was ist das? Mein Gott! Jetzt spielen wir hier nicht mehr Herr der Ringe, sondern Amnesia. Ich ziehe mich zurück. Und ich ziehe mich aus. Flupp. Mein Herr Elrond. Du hast eine Übermacht gegen dich, Aragorn. Du brauchst mehr Männer. Es gibt keine. Es gibt jene, die das Gebirge bewohnen. Sie folgen niemandem. Sie werden folgen, doch nur dem König von Gondor. Andúril, die Flamme des Westens, geschmiedet aus den Bruchstücken von Nazir. Wer ein solch mächtiges Schwert zu führen vermag, vermag es auch eine Streitmacht aufzustellen, die tödlicher ist als jede andere. Lasse den Waldläufer hinter dir. Folge nun dem Weg deiner Bestimmung. Ein Heer sollte sich an solch einem Ort aufhalten. Eines, das verflucht ist. Vor langer Zeit schworen die Menschen des Gebirges, dem letzten König von Gondor einen Eid, ihm beizustehen im Falle des Kampfes. Doch als die Zeit kam und Gondor in höchster Not war, flohen sie und verbargen sich an dunklen Orten im Gebirge. Und so verfluchte Isildur sie, niemals Ruhe zu finden, bis ihr Eid erfüllt sei. Der Weg ist versperrt. Er wurde angelegt von jenen, die tot sind. Ich weiß
gar nicht, hatten Sie das im Film auch was komplett? Ist? Was siehst du? Ich sehe Gestalten von Männern und Pferden. Bleiche Banner wie Wolkenblitze und Speere, die aufragen, wie Winterdickichte in einer nebligen Nacht. Sehr poetisch. Ist hier irgendwas? Nein. Guck mal hier, lauter Skelette. Ey! Leichenschändung für, sag mal, für Legosteine. Jetzt bräuchte man einen Sam. Ey, der zuckt noch. Jetzt nicht mehr. Also, ach. Das waren doch die zwei. Ah ne, die zwei war der. Ups. Okay, ich voll Depp. So, bauen wir mal schnell was zusammen. Sehr gut. Die zwei aber die Sprungtaste. Die Toten folgen uns. Sie wurden gerufen. Die Toten? Gerufen? Das wusste ich doch. So, jetzt haben wir wieder ein Schwert, um die Dinge hier kaputt zu hauen. So, und jetzt können wir hier. So. Ich habe keine Angst vor euch Geistern. Ah, vielleicht ein bisschen. Moin, alles klar da drin. Scheint nicht so. Mir geht's nicht so gut da drin. Der zuckt auch noch. So. Was denn? Das waren doch die zwei. Ich werde hier verarscht. Das ist Mobbing. Okay. Jetzt schieben wir hier was runter. Ey, das ist voll unfair. Moin Jungs, Aragorn, kommst du auch hoch? Aragorn, komm. Aragorn ist zu cool, um hochzukommen. Oh, was Schönes aus den ganzen leichten Teilen hier. Eine Leiter. Wie unsere Ahnen sie so schön nannten. Das Gefühl ist es besser, da lang zu klettern. Gimli, du bist dran. Oh. Aragorn, komm her. Die Gimli und Aragorn Action. Gimli und Legolas heißt er. Nicht Aragorn. Aragorn ist der Mensch. Die Gimli und, sag mal, Elfen-Show. Und alles da. Jawohl. So macht das Spaß. Klong. Das ist umgefallen. Entschuldigung. Damit kann ich damit irgendwas bauen? Wenn ich das Ding hier kaputt kriegen würde, wahrscheinlich. Okay. Legolas, du musst schießen. Bam! Bam! Gut gemacht, Legolas. Jetzt bau uns was. Bau uns was Schönes. Eine Brücke. Nicht nach unten sehen. Okay, habe ich nicht. Ich habe doch nicht die Leichen gesehen. Was, da waren Leichen drin? Ja. Nein, waren sie nicht. Niemand gesehen. Okay, da können wir es doch. Klong. Yay. Okay, Gimli, das ist ein Job für dich. Na komm, mach kaputt.
Zauber. So, Legolas, jetzt bist du dran. Das ist hier wie Pokémon. Legolas, gut gemacht. Komm zurück. Warum ist die Scheiße am Dampfen? Höp. Und das schieben wir runter. Bums. Macht alle hier. Wie heißen sie? Morgul-Artefakte, glaube ich, oder waren das? Ich habe das Intro vergessen, wie sie hießen. Muss ich. Naja, egal. Wir können es ja nochmal spielen. Wir sind ja gleich in der Nähe. So, hier, Gimli. Ah, hier kaputt. Alles klar. Klopf, klopf. Hallo, jemand zu Hause? Ich bin Aragorn, Aragorn-Sohn. Ich komme um. Ich komme in Frieden. Ja, ja, definitiv in Frieden. Hier oben müsste man Feuer machen, das kann ich aber nicht. Und dazu für. Ey, was zur Hölle hat mir da Schaden gemacht, weil mir Legolas auf den Kopf gefallen ist, oder was? Okay. Fang! Du! Spring! Das habe ich doch gesehen. Lass Gimli runter, komm. Und du bau was, Gimli. Bau was draus. Sehr schön. Ein. Habe ich gar nicht. Upsi. Können wir jetzt hier kaputt hauen? Ein Schalter, Mann. Da kann ich auch nichts kaputt machen. Da. Irgendwas muss man hier doch schon wieder bauen. Ich sehe es doch schon kommen. Huch. Achso, hab ich das kaputt gehauen? Ja, das ist. Was muss ich im. Oh ja, komm. Was soll ich denn jetzt hier kaputt hauen? Verdammt nochmal. Ja, hier kann ich hier nichts machen. In dem Ding. Muss ich das schieben? Ah! Okay. Sag das doch, Mensch. Was soll man denn so da drauf kommen? So, los Jungs, weiter geht's. Aragorn, du darfst vorgehen. Du hast das coolere Schwert. Einer, der eure Lehnstreue fordert. Oh, Moment. Oh ja, Schlacht. Gimli. Okay, Gimli will nichts mit Geistern zu tun haben. Also der Einzige, der den Geistern was anhaben kann, ist also Aragorn. Okay, und den lasse ich jetzt auch einfach bauen, ja? Ja? Also, du fliegst jetzt hier ein bisschen rum, oder was? Und lachst einfach nur. Voll lustig. Hm.
Ja, das war irgendwie klar, dass jetzt irgendwas kommt, um das Ding kaputt zu machen. Okay, ja. Na los, komm, Loser. Ja, voll lustig, ne? Wie ich dich hier zerschredder. Du hast keine Chance. Ja, da kommt die nächste Schädel. Und komm, jetzt kommen wir wieder hier gleich zusammen. Ah, jetzt mache ich hier mehrere, oder was? Ja, komm. Voll lustig, wenn du mich fragst. Hey, er ist kaputt gehauen. Voll gemein von ihm. So. Das Spielchen kennen wir jetzt inzwischen. So, jetzt wird er jetzt zwischen den anderen beiden nur noch hin und her fliegen. So, jetzt hat er den noch kaputt. Dann kommt er nur noch hierher. Moin, wie geht's? Nur der König von Gondor vermag mir Befehle zu erteilen. Ich bin Isildurs Erbe. Kämpft für mich und ich werde euren Eid als erfüllt ansehen! Und, was kommt jetzt? Raus! Führt den ganzen scheiß Raum hier, oder was? Mom Gimli, ich finde das nicht okay. Das sind meine neuen Homies. Ich nenne sie Knixi und Knaxi. Und Knichi und Knochi. Sieht aus wie Darth Vader und Köpfe da unten. Und wir haben 63% von unseren Helden. Das ist doch schon mal nicht schlecht. Scheiße. Okay. Ja, ihr kennt das Spielchen, ja. Was ist das denn, was da gebaut wird? Ihr kennt das Spielchen, das war's für dieses Mal. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao, Leute. Und bleibt sauber.